macht nichts. Es macht insofern wirklich gar nichts, weil man sieht, coole Sachen entstehen spontan. So wie da zum Beispiel diese Menschenkette da jetzt. Ich habe eigentlich nur eine Frage an euch. Die Frage ist, warum seid ihr da? Die Antwort wird bei jedem von euch anders sein. Ich kann euch erstmal nur sagen, vielleicht, warum bin ich da? Und dann möchte ich es von euch wissen. Ich bin da, weil ihr da seid. Ich bin da, weil ich daran glaube, dass es etwas bringt, wenn Menschen sich jeden Montag hier versammeln. Ich bin da, weil ich daran glaube, dass es etwas bringt, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen über Sachen, die uns einfach beschäftigen. Über Sachen, die wir vielleicht als selbstverständlich annehmen und trotzdem hinterfragen sollten. Und ich bin natürlich hier, weil ich für den Frieden bin. Für den Frieden nicht nur in den Kriegsgebieten, von denen wir heute permanent lesen und hören, sondern ich bin hier für den Frieden im Alltag. Das beschäftigt oder sollte jeden von uns beschäftigen, dass wir eigentlich die Gewalt, wie wir sie untereinander anwenden, dass das nicht Gott gegeben ist. Ja? Alles das, was wir tagtäglich in der Interaktion mit anderen Menschen tun und ihnen vielleicht auch Unrecht tun, das ist nicht etwas, was einfach so ist. Ja, das ist halt der menschliche Fehler, nehmt es halt einmal so. Nein, ich behaupte, das stimmt nicht. Das ist nicht so. Wir haben alle unsere Schwächen. Aber es heißt noch lange nicht, dass wir respektlos miteinander umgehen müssen. Das heißt noch lange nicht, dass wir aufgrund von Konkurrenz uns gegenseitig unterdrücken müssen. Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht Gott gegeben. Das wurde uns implantiert in unseren Kopf. Es kann auch ganz anders sein. Ich meine, wenn man sich die Geschichte anschaut, es gibt genügend Beispiele, wie es auch anders laufen kann, wie eine Gemeinschaft zusammen funktionieren kann, wo Ressourcen geteilt werden. Und ich rede da jetzt nicht nur von irgendwelchen esoterischen Aussteigergruppen, ja, weil das impliziert ja das Wort Aussteiger, dass es etwas als Ausnahme funktioniert. Ja, nein, ganz regulär. Das geht, als wenn das für euch okay ist. Als Gesellschaftsform, ja, funktioniert. Deswegen bin ich hier. Ich möchte Fragen stellen. Ich möchte fragen, muss es so sein, wie es heute ist? Muss es so sein? Nein! Muss es so sein? Okay, jetzt wird es interaktiv. Also, sag dann bitte deinen Namen und warum bist du da? Ich bin der Maximilian und ich bin hier, weil ich an Veränderung glaube. Veränderung im Sinne von gesellschaftliche? Im Sinne von, dass die Leute endlich einmal aufwachen und erkennen, dass egal wie man ausschaut, alles das Gleiche sind und alle eigentlich im Frieden leben wollen und zusammen Missstände aufzuzeigen. Aber wenn wir alle eigentlich im Ursprung miteinander in Frieden leben wollen, warum hauen wir uns dauernd gegenseitig den Schädel an? Also ich habe niemanden in den Schädel. Also entschuldige, du nicht. Okay, blöde Frage. Danke. Entschuldige, sagst du deinen Namen und... Bitte, ist auch so klar. Gerne, hallo. Warum bist du da? Boah. Um zu filmen anscheinend, heute. Nein, ich meine grundlegend. Ich meine, du machst das ja nicht umsonst, oder weil du dafür etwas bezahlt bekommst, weil ich meine, wir zahlen dir wirklich nichts und sonst niemand irgendwas. Wir hätten sowieso nicht die Kohle dafür. Also warum bist du hier? Ich bin hier, um etwas zu bewegen, um ein Zeichen zu setzen, um neue Freunde kennenzulernen, um sich zu vernetzen, um Gleichgesinnte zu treffen. Ja, und das tue ich hier, das funktioniert die letzten 10 Wochen wunderbar. Ja, und ich schätze mal, es wird so weitergehen. Aber das finde ich einen interessanten Punkt. Ein bestimmtes Magazin hat uns mal als eine Art eigenartige Selbsthilfegruppe bezeichnet. Ist das Hilfe zur Selbsthilfe, was wir hier machen? Ja, würde ich auch so nennen, ja. Okay. Warst du vorher auch schon irgendwie aktiv? Also politisch aktiv oder im Sinne der Menschenrechte oder im Sinne der Gesellschaft? Ja, ich war da typische hin und wieder auf Demo, eher selten, auf 2, 3 war ich. Ich bin ja so der typische Festival- und Sportler-Typ. Ja, hin und wieder Spenden, bei Amnesty war ich schon länger dabei, aber so ein Teil, nein, da war ich noch nicht dabei. Was soll daraus werden hier? Ah, boah, schwer zu sagen. Ich sehe es als
Basis für mehr, als Basis, um sich zu vernetzen, Basis, um andere Projekte vielleicht auch weiterzuführen, Lösungen zu finden für bestehende Probleme. Kennen wir ja alle. Danke. Bitte. So, gehe ich mal drüber. Servus. Dich habe ich schon oft gesehen. Thomas, was willst du hier eigentlich? Hast du nichts Besseres zu tun? Ja, heute ist Montag. Gute Antwort, ja. Aber ich meine, was erwartest du dir von dem hier, was wir machen? Also ich habe einfach, wie ich das erste Mal da war, für mich den Entschluss gefasst. Ich komme jede Woche daher. Ich sehe hier super Ansätze, wo man dieses Paradoxe, was man meinen möge, dieses zwischen Individualität und Zusammengehörigkeit. Und ich finde, dass wir gleichzeitig unsere Individualität bewahren sollten und andererseits erkennen, dass wir miteinander alle zusammenhängen. Und da gibt es viel Anschlusspunkte, wo man einfach in Frieden miteinander leben kann. Wichtig ist mir, ich habe die letzte Zeit viel nachgedacht über diese zwei Begriffe Freiheit und Frieden. Bei Freiheit kommt es mir manchmal vor, dass Menschen die Freiheit so hoch halten und quasi wie Fliegen aufs Licht zufliegen und sich dann verbrennen, weil sie einfach nicht merken, wo halt die, also ihre eigene Freiheit aufhört und die des anderen anfängt. Ganz spannender Punkt, wirklich, ja. Wo hört meine Freiheit auf? Das kannst nur du wissen. Cool. Und ich wollte noch weiter sagen, in Bezug auf Frieden ist es auch die Sache, die Frage, ob ich jetzt das Wort Frieden an sich, man kann es auch anders interpretieren, dass ich jetzt quasi, ich bringe euch den Frieden und indem ich andere unterdrücke, befriedige ich die und dann gibt es keine Probleme mehr. So kann das nicht, aber nicht funktionieren. Es geht darum, also Dissens und Konflikte, die einfach ganz normal im Alltag aufkommen, mit kommunikativen Zwecken und auch mit den Gefühlen und alles, was dazukommt, weil wir halt Menschen sind, das am besten auszutarieren. Und man kennt ja das Sprichwort, also sei jetzt Ruhe in Frieden oder so, aber wir sind ja noch am Leben. Deswegen und wie? Ja. Und daher ist das ganz normal und einfach sich mit den Menschen beschäftigen und sie verstehen lernen. Ja. Wow. So, jetzt schaue ich mal darüber zurück. Hallo. Dein Name und warum bist du hier? Ich bin die Eva. Ja, ich bin tatsächlich seit Anfang dort. Mehr oder weniger durch einen Zufall herkommen und bitten blieben. Bitten blieben finde ich total interessant, weil normalerweise bleibt man irgendwo bitten, wo es Entertainment gibt, oder? Das, keine Ahnung, irgendeine Veranstaltung oder so. Das ist ja bei uns jetzt nicht unbedingt, das ist auch nicht unbedingt die leichteste Kost, die man hier zu hören bekommt. Also was hat dich dazu gebracht, bitten zu bleiben? Nein, also ich bin kein Mensch, der bei Entertainment bitten bleibt. Also, es hat mich sehr berührt, dass ich überhaupt den Mut habe, das, also wenn ich mich jetzt das erste Mal zurückerinnere, ich war sehr berührt, dass ich den Mut habe, das auf die Füße zu stellen. Und es hat seither sehr viel mit mir gemacht. Also ich bin halt nicht mehr die vorher war. Ich habe viel Info gekriegt, die ich nicht gewusst habe, weil ich bin kein Mensch, der Zeitung liest, der Radio hört, der Fernseher, weil ich das einfach gar nicht aushalte. Habe aber auch nicht gewusst, wie ich mich anders informieren kann. Und das habe ich alles da gelernt. Und habe mich dann eben auch über Facebook, über die Mahnwachenseiten informiert und auch mitgekriegt, was in Deutschland abläuft und dann Ken Jebsen kennengelernt und dann Andreas Bock, die habe ich alle nicht kennt. Also ich hab ganz eine neue Welt kennengelernt. Aber eines würde mich jetzt wirklich interessieren, ich meine, wenn du so viele Informationen hier bekommst und mitnimmst, ja, da ist ja auch vieles dabei,
das einen zornig macht oder das einen traurig macht oder Unverständnis einfach, ja. Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit Bildern von Kriegsschauplätzen um, die du siehst in sozialen Netzwerken? Wie gehst du damit im Alltag um? Das ist tatsächlich schwierig, also das hat man einige Male zu schaffen gemacht. Ja, die andere Seite ist, dass ich, also es ist ja nicht so, dass ich keine Ahnung gehabt habe, was passiert auf der Welt. Ich habe es gespürt, aber ich habe es nicht so genau gewusst. Und ich habe es nicht so genau gewusst, wie abgekartet das ganze Spiel schon ist. Und das hat mich schon schockiert und das hat mir zeitlang sehr schwer zu schaffen gemacht. Und je mehr ich es kapiere, desto wichtiger ist es für mich, daherzukommen. Und ich überlege immer wieder, wie man andere Leute davon überzeugen, das heißt überzeugen, wie man andere Leute informieren kann. Weil ich ja einfach auch feststelle, dass es die meisten Leute wollen es gar nicht hören, weil es de facto wirklich schwer zum Aushalten ist. Wenn man mit offenen Augen dasteht und sieht, was los ist, ich meine, es ist ja eigentlich zum Verzweifeln, also eigentlich ist es zum Lachen, weil es ja gar nicht zum Glauben ist, aber das Tragische ist, dass einfach so viel Elend dran hängt. Und ja, und ich bin sehr gespannt und andererseits sehr froh, dass es die Bewegung gibt und dass sich immer mehr Leute Gedanken darüber machen und ich denke mal, wir werden das schaffen, wie auch immer. Sicher. Cool. Ich glaube, da drüben wollte jetzt noch unbedingt jemand sagen, warum er hier ist. Ja, hallo. Grüß euch. Ihr kennt wahrscheinlich auch meinen Dialekt, dass ich Kärntner bin. Ich bin von der Montagsharmonie in Klagenfurt extra angereist und quasi Harmonie-Hopping in einem vollen Mann machen Hopping. Ich bin aber noch kurz gefahren, da oben sitzt noch jemand, das ist die Ilona, sie ist von, Koblenz, genau, von der Mannwacke Koblenz zu uns gekommen. Was ich erstaunlich finde, ist, ihr bringt nicht viel mehr Leute zusammen in Wien wie wir in Klagenfurt, unglaublich. Also was geschieht da wirklich? Ich bin der normal hinter der Kamera steht, sprich in Klagenfurt, die filmen das Ganze, ihr kennt das eh wahrscheinlich und habt wahrscheinlich auch schon in Klagenfurt die Videos angeschaut. Ich bin eigentlich da, weil ich ein Projekt vorstellen möchte, was ich gestartet habe, weil ich mir gedacht habe, viele tun nur reden, wir tun auch reden, wir reden auch viel bei uns, aber manche beginnen bereits zu machen. Ja, und das Machen, das ist es. Und ich habe ein Projekt ins Leben gerufen, wo ich versuche, ich sage mal so, alle alternativen Medien auf einen Punkt zu bringen. Ja. Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen sich schwer tun, besonders die vielen Seiten, die Homepagen, was weiß ich, von Bewusst.tv, Querdenken.tv, Nuoviso, wie sie alle heißen, abzugrasen, zu finden und dort auszuwerten, welche neuen Sendungen es dort gibt. Und ich habe eine Seite gegründet, die nennt sich Ubendo.tv. Es ist nicht Ubuntu, sondern Ubendo. Und Ubendo ist in der Sprache der Kiswahili das Wort für Liebe. Es ist ein Versuch quasi, um die ganzheitlichen Sichtweisen zusammenzuführen auf einen Punkt, nämlich auf die Liebe. Jetzt ist das Problem das, dass wir hier. Das ist ein Programmieraufwand, das heißt, es geht darum, dass wir eine Seite konstruieren, wo wir die ganzen alternativen Medien, die es gibt, zusammenführen und automatisiert auswerten, welche Sendungen es neu gibt und so weiter. Und deswegen bin ich eigentlich da. Ich habe einen wunderbaren Herrn aus der Nähe von Köln kennengelernt, der hat sich auf meine Annoncen gemeldet, also ich habe dann auch jeden Montagshammer-Video, eine quasi Werbeeinschaltung, wo ich Programmierer suche, die mir helfen, das zu realisieren. Ich komme ja selbst aus der EDV, ich habe die letzten 25 Jahre EDV gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was die Abkürzung für EDV bedeutet. Bei mir heißt es in der Zwischenzeit Ende der Vernunft. Ja. Es ist so, der junge Mann, der Marc aus der Nähe von Köln programmiert bereits den Core, also sprich den Kern von dem Ganzen. Und ich suche jetzt Menschen, die mir helfen, die Module zu programmieren.
Mit Modul meine ich, dass sich jeder irgendeinen Sender heraussucht. Ja, es gibt ja 30, 40, 50 verschiedene und auch die Radiosender, also Crop FM von Darek in Graz zum Beispiel oder Okitalk, wie sie alle heißen, ja, Wake News. Und dieses Modul quasi zu schreiben, wo das man selber abfragt, welche neuen Sendungen gibt es und so weiter, ja, welche Daten dazu und wo ist dieser Stream. Und dies wird dann alles quasi über Core in der Datenbank stehen, das ist kompliziert, da wissen wir das wieder. Und dass das dann zentral zur Verfügung stellt. Also wer Interesse hat, der möge sich bitte melden. office@upendo.tv und ich hoffe, wir werden mehr. Denn das ist mir persönlich noch zu wenig, aber okay. Danke für das. Gut, gehen wir nochmal kurz zurück, weil ich finde das total spannend. Du was? Darf ich dich fragen? Ich setze mich so leger mal zu dir, ja. Du schaust so aus, als wärst du gut drauf und könntest eigentlich genauso gut irgendwo im Park chillen oder so. Warum sitzt du jetzt da und willst du da jetzt was anhören oder mitmachen? Damit, dass ich mich dafür entschieden habe, hierher zu kommen, habe ich eine Entscheidung getroffen und ich bin mir bewusst, dass die Entscheidung nicht nur für mich steht, sondern dass sie für die ganze Welt steht, weil ja das Ganze vernetzt ist. Und deswegen gratuliere ich auch allen, die da hergekommen sind, weil auch ihr habt einen Schritt dahin getan, dass Aktivität stattfindet in die Richtung Frieden. Frieden passiert, wenn man in sich selbst den Frieden findet. Und zur Freiheit möchte ich noch gerne was sagen. Und zwar habe ich da mal drüber nachgedacht. Und also ich spüre ein Gefühl, das mir sagt, ich will frei sein. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass die größte Freiheit eigentlich ist, mit seinem Kopf frei zu sein. Nämlich frei von Urteil und auch frei von Gewohnheiten. Also wir alle haben ja uns viel angelernt, viele Strategien entwickelt, wie wir glauben, dass wir glücklich werden. Und jetzt, glaube ich, geht es langsam.